Willkommen, Freunde, zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meinen Lesemonat für den November. Und ich habe eben gezählt und es sind 9 Bücher geworden. Und der November ist so schnell vergangen, ich weiß gar nicht, wann ich das alles gelesen habe. Und wenn ich nicht so viele Neuzugänge jeden Monat hätte, dann würde auch mein Sub sinken. Aber das tut er nicht, denn ich kaufe jeden Monat welche Bücher. Aber welche ich gelesen habe, das zeige ich euch jetzt. Erstmal zeige ich euch das Buch, das ich gereadet habe diesen Monat. Und zwar After Passion von Anna Todd. Ich konnte es einfach nicht lassen. Ich habe die ersten paar Seiten gelesen und dann irgendwie war das Buch auch wieder vorbei. Und ich finde es einfach toll. Es kriegt immer noch 5 Sterne von mir. Diese Geschichte zieht mich einfach immer jedes Mal in seinen Bann. Hardin und Tessa finde ich super cool. Viele finden Tessa ja mega nervig. Ich weiß nicht, ich finde es nicht so. Und Hardin finde ich extrem cool. Und das ganze Buch ist einfach toll. Ich kann es immer wieder lesen. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, ob ich mir nicht mal die englischen Ausgaben holen soll. Weil ich das Cover bei den englischen auch relativ schön finde. Und die sind ja so, es gibt so große Ausgaben davon. Sieht bestimmt ziemlich cool aus. Aber ich sollte aufhören, neue Bücher zu kaufen. Aber egal, das war der Reread meines Monats. Dann habe ich eine Trilogie beendet und die ersten beiden Bücher habe ich im Vormonat gelesen. Und zwar Divergent und Insurgent habe ich im Oktober, kommt Oktober von November? Ja, im Oktober gelesen. Und Allegiant dann im November. Das ist ja der letzte Teil dieser Reihe. Und was für ein Abschluss einer Trilogie. Mein Gott, ja, also die ersten beiden Bücher fand ich so toll. Wirklich, ich konnte nicht aufhören zu lesen, es war so gut. Und dann kommt die mit so einem Band. Freunde, was ist los, ja? Ich fand die ersten 100, 150 Seiten passiert einfach nichts, also nicht viel. Dann super viel Analyse und Hinterfragungen und das ist ja auch okay so, aber das kann man auch ein bisschen spannender erzählen. Und dann die Frage aller Fragen, warum sind die Kapitel aufgeteilt? Warum erfahren wir die Geschichte auf einmal aus Tobias Sicht? Warum? Warum? Ja, klar, am Ende macht es irgendwie ein bisschen Sinn. Ja, aber auch das hätte man anders lösen können. Generell, das Ende ist ja, ich möchte ja nicht spoilern, ne? Aber dieses Ende ist ein Ende auf jeden Fall. Und ich weiß nicht so richtig, was ich von diesem Ende halten soll. Ich wurde leider gespoilert, das heißt, ich wusste zum Teil, was passiert. Ansonsten hätte ich es, glaube ich, in dem Moment gar nicht geglaubt, dass es passiert. Egal. Die ersten beiden Teile haben aber die Geschichte gut aufgebaut. Der dritte hat das alles irgendwie gelöst. Nicht so viele Fragen bleiben offen am Ende. Finde ich ein bisschen schade. Aber auch gut, dass jeder Charakter so sein Schicksal bekommen hat und auch sein Ziel gefunden hat. Das hat mir gut gefallen. Der Schreibstil gefällt mir auch gut. Manchmal hätte es ein bisschen spannender sein können. Aber okay, ich habe den ersten beiden, glaube ich, jeweils 5 Sterne gegeben. Dem hier, ich habe geschwankt zwischen 3 und 4 Sternen, aber ich möchte diese Reihe hat einfach keine 3 Sterne verdient, deswegen kriegt Elysian von mir 4 Sterne, weil ich es eben trotzdem cool fand und spannend fand und ich mag Triss, ich mag Tobias, Christina mag ich eher ein bisschen weniger, aber Peter finde ich sehr, sehr spannend und Caleb, eine Person, die seine Prinzipien hat auf jeden Fall und ja, 4 Sterne für Veronica Roth Allegiant. Weiter geht's mit einem Rezi-Exemplar, wo auch die Rezi schon online ist, und zwar Together Forever, zweite Chancen, der zweite Teil von Monica Murphy. Hier geht's weiter mit Drew und Fable. Die ganze Geschichte nimmt einen super abstrusen Lauf, den man im ersten Teil einfach gar nicht vorhersehen kann. Und das, die Story ist auch irgendwie sehr überraschend und mein Lieblingscharakter ist tatsächlich Owen, der Bruder von Fable. Den finde ich ziemlich cool. Der Schreibstil von Monica Murphy ist ziemlich abstrus, denn sie benutzt ziemlich eloquente Wörter auf der einen Seite, aber wenn sie ihre Figuren sprechen lässt, benutzen die auch gerne mal Schimpfwörter und sehr, sehr jugendsprachliche Jugendsprache. Und ja,
Hat mir trotzdem ganz gut gefallen, ist halt ganz nett so. 3 Sterne für Together Forever, zweite Chancen. Denn die Spannung in dem Buch ist eher so meh und der Anfang und das, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber der Anfang war so, dein Ernst jetzt? Wie sollst du den zweiten dann so enden lassen? Das war ein bisschen blöd, aber sonst fand ich es ganz nett, deswegen 3 Sterne. Außerdem habe ich gelesen, Zu Hause ist Kevin ganz anders von Wilma Pause. Ich finde, das ist ein ziemlich cooler Künstlername von wegen, ne? Will mal eine Pause. Ihr versteht? Ja. Eltern und andere Tiefpunkte aus dem Alltag einer Lehrerin ist der Untertitel und das beschreibt es ziemlich gut, denn hier geht es um Wilma Pause, die in einer Provinzstadt an einer Gesamtschule arbeitet als Lehrerin. Und in diesem Buch sind praktisch ihre Geschichten zusammengestellt, die sie im Hinblick auf Elternarbeit erlebt. Denn Eltern sind meistens, teilweise, nicht meistens, teilweise schwieriger als die Schüler selbst. Ja, hier denken Eltern, dass ihr Kind hochbegabt sei, obwohl es Hilfe von anderen Mitschülern benötigt. Hier gibt eine Schülerin, das fand ich ziemlich cool, hier gibt eine Schülerin eine Hausaufgabe oder die Lehrerin sammelt die Hausaufgaben ein. Und die Schülerin kriegt das zurück und kriegt eine 6, weil sie eben keine Hausaufgaben, also da stand halt nichts. Die Hausaufgabe war einfach nicht gemacht. Und die Eltern wagen es doch tatsächlich, da noch Einspruch einzulegen. Und eine 6 geht ja nicht. Eine 6 gibt man halt einfach nicht so. Aber das ist ja auch nicht einfach so gegeben, ne? Und es hat mir ein paar Lacher entlockt. An manchen Stellen hätte man es vielleicht noch ein bisschen lustiger schreiben können. Aber trotzdem fand ich es ganz cool, mir hat es gut gefallen. Deswegen kriegt Zu Hause ist Kevin ganz anders von Wilma Pause 4 Sterne von mir, weil ich fand es echt ziemlich amüsant, aber der Schritt zu den 5 Sternen hat dann eben doch gefehlt. So, kommen wir nun zu den englischen Büchern, die ich gelesen habe. Ach nee, Allegiant war ja auch schon englisch. Als nächstes ein mega tolles Buch, das ich absolut liebe. Und zwar ist es Illuminae von Amy Kaufman und Jake Kristoff. Ich habe es im November dann endlich beendet und es war einfach phänomenal. Die Story ist super cool. Da gibt es Plot-Twists, die richtig krank sind und ich sehe sowas ja eh nie kommen, aber die mich wirklich überrascht haben. Ja, und die Protagonisten, wie hießen die denn noch? Katie. Ezra und Katie? KD? KD und Ezra. Unsere Protagonistin Katie und Ezra leben in einer Sci-Fi-Welt, die in der Zukunft spielt. Auf jeden Fall, glaube ich. Ja. Es spielt auf jeden Fall in der Zukunft und es gibt schon sowas wie Wurmlöcher und Raumschiffe und andere Planeten und so weiter. Katie und Ezra wohnen auf einem Planet, der sich da nennt. Tja, wie nennt sich das wohl? Nee, Freunde. Ah ja, hier steht sogar das Jahr. Das spielt im Jahr 2575. Und der Planet heißt. Ich weiß nicht, ist es auch so wichtig? Eigentlich nicht, oder? Mann, das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Kyrenza. Okay. Ich glaube, der Planet heißt Kyrenza. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall wird dieser Planet, auf dem Katie und Ezra wohnen, attackiert. Am Morgen haben Katie und Ezra Schluss miteinander gemacht. Sie waren ein Pärchen, aber irgendwie lief es nicht mehr so gut. Deswegen haben sie Schluss gemacht. Und am Nachmittag wird ihr Planet attackiert. Ja, sie müssen fliehen auf einem, oder die ganze Bevölkerung des Planeten, jedenfalls die, die überleben, müssen auf Raumschiffen fliehen. Und dann geht's halt los. Und Bytech, das ist die Firma, die den Planet attackiert hat, verfolgt diese Raumschiffe. Ja? Und dann gibt es noch eine künstliche Intelligenz, die eine große Rolle spielt in dem Buch. Und das Buch ist ja mega cool aufgemacht. Wenn ihr meinen Kanal verfolgt, wisst ihr, ich habe auch ein Close-up dazu gedreht. Ja, es sind super coole Seiten in diesem Buch, die einfach super schön gestaltet sind. Und diese Gestaltung passt eben auch immer zum Inhalt, was ich super cool fand. Ist auf jeden Fall ein 5-Sterne-Buch für mich. Ich liebe Sci-Fi-Stories. Es war auch Thriller, Liebe, Technik, Sci-Fi, Fantasy. Nee, Fantasy nicht. Nee, kein Fantasy. Aber es war halt vieles zusammen und ich fand es super cool. Ich habe es
gerne in der Hand gehalten. Ich finde, sie sieht super schön aus. Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil, der erst nächstes Jahr im Oktober rauskommt. Und ich habe aber gehört, dass es auf Deutsch auch erscheinen soll. Und ich bin super gespannt, wie die Leute das umsetzen möchten. Außerdem noch gelesen, praktisch zwischendurch, Everyday von David Levithan. Lag ja auch schon ewig auf meinem Sub, ja. Und endlich habe ich dazu gegriffen und es gelesen. Und ich bereue es keine Sekunde, denn es war super cool. Hier geht es um eine Person, die sich dann im Laufe des Buches A nennt, also A. Und diese Person oder dieses Wesen wacht jeden Morgen in einem anderen Körper auf. Egal ob Junge, Mädchen, welche Hautfarbe, welche Haarfarbe, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn. Ist immer eine andere Person, aber immer 16. Ne? Also dieses Wesen entwickelt sich praktisch auch mit den Jahren und es wacht halt im ersten Jahr immer nur in Einjährigen auf, dann in Zweijährigen, in Dreijährigen, bla bla bla. Und jetzt ist dieses Wesen eben 16 Jahre alt und wacht immer in 16-jährigen Körpern auf. Dieses Wesen oder A hat so gesehen kein richtiges Leben. Es hat ja keine Eltern, kein Freundeskreis. Es muss halt jeden Tag aufs Neue bestreiten. Und an einem schicksalsgebenden Tag, nämlich am Tag Nummer 5994, genau, am Tag 5994, also die Kapitel sind immer, ein Kapitel ist immer ein Tag, wacht er im Körper von Justin auf. Und in diesem Körper trifft er auf Rihanna. Rihanna? Reagan? Wie hieß die Alte noch? Rhiannon. Ach ja, den Namen kann ich nicht aussprechen. Rhiannon? Ja, und trifft eben auf Rhiannon und Magic Happens, ne? Liebe und so. Ist natürlich schwer, wenn du jeden Tag in einem anderen Körper aufwachst. Wie möchtest du deine Beziehung führen? Und genau das wird in diesem Buch thematisiert. Das Ende fand ich super kacke. Ja, ich habe auch gehört, also es ist ja eine Companion Novel dazu erschienen. Another Day heißt das. Und ich dachte, es ist eine Fortsetzung von Everyday. Aber es ist dieselbe, exakt die gleiche Geschichte aus Rhiannons Sicht. Meh. Warum gibt es keine Fortsetzung zu diesem Buch? Denn dieses Ende würde eine Fortsetzung zulassen, Freunde. Ich weiß nicht, das Ende hat mich richtig schockiert. Ich fand auch nicht. Also es gab dann auch so Sachen, die irgendwie aufgedeckt wurden oder Hoffnungen, die gemacht wurden, die aber nicht wahrgenommen wurden. Aus Gründen, die irgendwo nachvollziehbar sind, aber trotzdem dachte man sich so, komm schon, Junge. Mach es, tu es. Naja, deswegen weiß ich auch nicht, wie ich das bewerten soll. 4 Sterne für Everyday von David Levithan, weil ich super cool fand, wie ein bestimmtes Thema hier behandelt wird. Und zwar ist es das Thema Mann, Frau, was bedeutet Mann, was bedeutet Frau sein und so weiter, was ist in der Gesellschaft verankert, welche Vorurteile gibt's. Das fand ich super cool gemacht. Das Ende und die Storyline, wie die Story sich entwickelt hat, fand ich so, naja, aber ich möchte gerne noch was anderes von David Levithan lesen, denn das hat mich auf jeden Fall gut unterhalten und mich auch zum Nachdenken gebracht. Also 4 Sterne für Everyday. Und dann habe ich ein Buch gelesen, das, ich sage euch jetzt schon, es hat 5 Sterne bekommen. Es war mein Monatshighlight. Na, obwohl Illuminae war auch ziemlich cool. Aber nee, ich glaube, das Buch, was jetzt kommt, war nochmal ein Ticken besser sogar als Illuminae. Ich habe es an einem Tag komplett durchgelesen. Es hat 300 Seiten ungefähr. Hat eine super coole Aufmachung und ich bin einfach hin und weg. Es war so, die Story, die Charaktere, alles war toll. Und zwar geht es um Everything, Everything von Nicola Yoon. Auf Deutsch heißt es Du neben mir und es ist, seht ihr die ganzen Pageflags, die ganzen, ich weiß gar nicht, hat das einen deutschen Namen? Post-its? Kleine Post-its? Mega. Dieses Buch ist so gut. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist. Ich habe mir noch keine Rezi zu Du neben mir angehört. Ich weiß nicht, wie da so die Meinung ist. Auf Englisch, meine Freunde, mega gut, ja. Auch wenn ihr anfangen wollt, englische Bücher zu lesen, bitte sehr, nehmt dieses. Es ist so gut einfach. Und auch hier gibt es
viele Illustrationen, die zum Thema passen. Es gibt Chats, es gibt E-Mails und Maddie schreibt auch immer also sie liest Bücher und schreibt Buchrezensionen, die aber zu ihrem Leben und zu ihrer gerade Situation passen. Zum Beispiel hat sie zu Alice im Wunderland geschrieben. Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carroll. Spoiler Alert. Beware the Queen of Hearts. She'll have your heart. Und das passt einfach super gut in diese Stelle des Buches und zum Inhalt. Und dieses ganze Buch ist toll. Aber ach, worum geht es überhaupt in dem Buch? In dem Buch geht es um Maddie, die eine Immunkrankheit hat und das Haus nicht verlassen kann. Ja, die Luft wird auch gefiltert bei ihr zu Hause. Sie darf nur bestimmte Sachen essen. Hat nur Kontakt. Meine Karte ist voll. Eigentlich nur Kontakt zu einer Krankenschwester und ihrer Mutter. Und deswegen ist sie froh, dass Olli einzieht. Oder dass eine Familie im Nachbarhaus einzieht. Und damit auch Olli. Und Magic happens, ne? Die haben eine Verbindung. Sie schaffen es, Kontakt zu halten. Und dann, also es ist wirklich super cool. Das Ende in diesem Buch ist thrillermäßig. Also es ist wirklich krass. Ich hätte mit so einem Ende auch nie gerechnet. Eigentlich, ich möchte nicht spoilern. Und wenn ich das sagen würde, würde ich spoilern. Also lassen wir das. Aber es ist wirklich genial, Freunde. Wenn ihr Lust auf sowas habt, dann lest, es ist ein super schöner Jugendroman über erste Liebe, über soziale Kontakte, über ein Leben, was trister eigentlich nicht sein könnte. Super cool. Eine super große Buchempfehlung von mir. 5 Sterne für Everything, Everything. Und zu guter Letzt noch 2 Bücher aus der Abby Lines Seabreeze Novel Reihe. Und zwar Just For Now fand ich super cool. Eins der besten Bücher in der Reihe. Preston und Amanda. Amanda ist die kleine Schwester von Marcus, den wir seit dem ersten Teil schon kennen. Und also das ist wirklich cool. Wisst ihr, Mädchen aus gutem Elternhaus trifft auf nicht richtig Bad Boy, aber auf einen Kerl, der einen verruchten Ruf hat und aus nicht so guten Verhältnissen kommt, viele soziale Probleme mitbringt. Super cool. 4 Sterne. Für Just For Now von Abby Lines, weil 5 Sterne, weiß ich nicht, kann ich denen einfach nicht geben. Abby Lines schreibt für mich sehr authentische Young, New Adult, Young Adult, Contemporary Romance Bücher, ja. Ich finde dieses ganze Setting um Seabreeze toll. Ich finde es cool, dass man immer wieder Charaktere aus den vorherigen Romanen trifft. Und im Ende fand ich sehr sympathisch, Preston fand ich toll. Die Entwicklung der beiden fand ich super cool und auch die ganzen Familienverhältnisse, die da gemacht wurden, aufgelöst wurden, neu erfunden wurden. Sehr schöner, sehr, sehr guter Young Adult Roman. Und dann ging es noch weiter mit Sometimes It Lasts von Abby Lines, auch aus der Seabreeze-Reihe, der nächste Teil. Es geht wieder um Kate York und Eva und Kate kann jetzt endlich durch ein Stipendium ans College gehen und Eva sollte eigentlich mitkommen. Aber bestimmte Umstände veranlassen Eva dazu, zu Hause zu bleiben. Kate jedoch geht aus bestimmten Gründen dann aufs College und Eva kriegt aber von einer unbekannten Nummer Fotos von Kate, die ihn in eindeutigen Posen zeigen. Und ja, dann gibt's Stress, Konflikt, Streit, Drama, richtig krasse Sachen, die passieren. Richtig, also wirklich so immer das extremste Extrem, fand ich teilweise ein bisschen too much. Also manche Situationen hätte man einfach rauslassen können. Deswegen muss ich dem Buch hier leider nur 3 Sterne geben, weil While It Lasts war so gut. Die erotischen Szenen bei While It Lasts waren so gut formuliert für einen Young- und New Adult-Roman, was bei Abby Lines eigentlich immer der Fall ist. Aber hier fand ich sie so, ne. Deswegen 3 Sterne hierfür. Das war mein Lesemonat November. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!